Jetzt beginnt die Schiedwetterzeit, jetzt beginnt die Gefahr, dass wir uns mit Virusinfektionen auseinandersetzen müssen. Und jetzt wäre es doch ganz schön, wenn wir wissen, was wir zu Hause dafür tun können, dass es möglichst nicht passiert oder, wenn es denn schon passiert, auch möglichst blande abläuft. Und wenn Sie das wissen wollen, dann bleiben Sie jetzt dran. Wenn jemand einen Virusinfekt hat, dann braucht er ein Immunsystem, was diesen Infekt gut bekämpft. Noch besser ist es, wenn man sich in eine Situation begibt, in der man weiß, dass man möglicherweise mit einer erhöhten Viruslast in Verbindung kommt, also im Bus, im Zug, in einem Hörsaal, auf einer Feier, in einem Flugzeug möglicherweise, was auch immer, dann kann man sich im Vorfeld schützen. Schützen kann man sich dadurch, dass man zum Beispiel sich mit Senfölpräparaten aus Kapuzinerkresse und aus Meerrettichwurzel oder auch aus Brunnenkresse versorgt, die in Studien gezeigt haben, dass sie nicht nur in der Lage sind, Bakterien abzutöten, sondern eben auch Viren und dort insbesondere auch das Grippevirus. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich mit gewissen Substanzen, die man als Lutschpastille hat, und da ist bekannt zum Beispiel die Cistus incanus, eine Malva aus Griechenland, die es also zum Tee aufbereiten gibt, die es als Lutschpastille gibt, die es sicherlich auch als Spray zum Vernebeln gibt, eine Möglichkeit, die einen Film auf unsere Schleimhaut legt und dort sozusagen das Andocken der Viren, das ja notwendig ist, um in die Zelle zu kommen und sich sozusagen der Zelle habhaft zu machen und der Zelle zu sagen, so, jetzt vermehre mich mal bitte. Und in dem Fall, wo dann die Viren freigesetzt werden, geht ja diese Zelle meistens kaputt. Also das Geheimnis des Schutzes ist ja, dass die gar nicht erst rein können. Und da muss man eine mechanische, physikalische Grenze schaffen. Und das kann man zum Beispiel mit diesem Cistus incanus Lutschpastillen. Darüber hinaus gibt es aber auch einen anderen Stoff, zum Beispiel die Iota-Karagellose, also ein Extrakt aus den Rotalgen. Auch das gibt es mittlerweile als Nasenspray oder auch als Lutschpastille. Es ist ein Gel, was sich auf die Schleimhaut legt und als Nasenspray eben auf die Nasen- und Nasennebenhöhlenschleimhaut und auch, wenn man es schluckt oder lutscht, eben auch auf die Mundschleimhaut und wenn man es runterschluckt, im Grunde genommen auch auf die Speiseröhren- und Magenschleimhaut. Vielleicht erreicht es auch den Darm, das weiß ich nicht. Dazu gibt es Studien bereits aus dem Jahr 2013, wo man nämlich mit Grippeviren geforscht hat und hat auch da festgestellt, dass man eine deutlich niedrigere Viruslast hat. Und das ist eben auch das Geheimnis dafür, dass der Körper eine deutlich bessere Chance hat, mit seinen Antikörpern, die da gebildet werden müssen, Gewehr bei Fuß zu stehen und auch relativ schnell gleich auf zu sein, um diese virusbefallenen Zellen sozusagen zu eliminieren und damit also den Infekt zu überwinden. Und das Dolle ist, es gibt eine aktuelle Studie, die sich auch mit dem Coronavirus beschäftigt und dort ist es in vitro möglich, 99,9% dieses Virus zu inaktivieren, also am Eindringen zu hindern. Wenn man also solche Substanzen regelmäßig nutzt, also wenn man trinkt, muss man wieder lutschen. Wenn man sich die Nase putzt, muss man wieder sprühen. Das sind natürlich wichtige Dinge. Auch Cistus incanus Tee kann man trinken, um größere Mengen im Magen-Darm-Trakt zu kriegen. Wenn man solche Dinge nutzt und dabei seinen Vitamin-D-Spiegel optimiert, seinen Vitamin-C-Spiegel über mehrere kleine Portionen optimiert, dann an das Vitamin A denkt, über die Tocotrienole Bescheid weiß, auch Zink, was ja auch eine ähnliche Schutzfunktion hat und das Eindringen von Viren in die Zellen reduzieren kann, wirklich nutzt, hat zu Hause, also quasi als Hausapotheke für den Moment oder Pill in the Pocket, oh, ich glaube, ich habe mir gerade einen aufgesagt, die Möglichkeit, hier sofort tätig werden zu können. Und wenn Sie nun genauer wissen wollen, wie das eigentlich im Einzelnen wirkt, dann können Sie natürlich auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen browsen und finden dort Videos, die sich mit Vitamin C, mit Vitamin D, mit Vitamin A, mit Zink beschäftigen, mit B12, mit anderen B-Vitaminen, sogar mit den Pro-Resolving Mediators, die auch eine direkte virustatische Wirkung haben. Oder schauen Sie
vielleicht einfach mal auf meiner Homepage. Dort gibt es ein Infozentrum und dort finden Sie meine ehemaligen Newsletters. Dort finden Sie auch die Verlinkung auf die Filme und dort haben Sie auch die Suchfunktion. Und dann können Sie suchen, was der Doktor denn in der Vergangenheit alles so zusammengetragen hat. Und das Schöne ist, seit geraumer Zeit, also seit einigen Jahren, als ich gemerkt habe, dass sich Internetadressen auch mal verlustieren, habe ich überall die DOI-Quelle dabei gesetzt. Und wenn Sie die kopieren, dann kommen Sie immer auf die Quelle meines Wissens und dann wissen Sie, wo es herkommt. Und entweder stimmen Sie mir zu oder Sie haben eine neue Erkenntnis. Und dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir was schreiben, denn dann kann ich nochmal nachlesen. Bleiben Sie gesund.